Hallo, wir sind schon so lange unterwegs. Meine Frau kann kaum noch laufen. Sie erwartet ein Kind. Wissen Sie nicht, wo noch Platz heute Nacht ist? Tut mir leid, aber wir wohnen da schon die ganze Verwandtschaft und in meinem Bett schläft da schon meine Schwiegermutter. Josef, was sollen wir denn tun, wenn das Baby jetzt heute Nacht geboren wird? Wo sollen wir denn schlafen? Irgendwo müssten wir denn müde. Hungrig und Durst habe ich auch. Diese zwei armen Leute. Ich glaube, ich kann ihnen helfen. Hallo, entschuldigen Sie. Ich habe eine Möglichkeit, wo ihr unterkommen könnt. Ach, tatsächlich? Gibt es doch noch hilfsbereite Menschen? Wo können wir denn hin? Schaut mal, ich habe hier am Ende der Straße steht ein Stall. Der ist fast leer, er ist warm, es ist nicht sehr fürstlich, aber ich denke, für eine Nacht wird es reichen. Ich werde euch dann noch Decken und Brot vorbeibringen, damit ihr über die Nacht kommt. Na toll, ist ja nicht, aber na gut, besser als auf der Straße zu schlafen. Danke, danke. Hat wohl der Esel gedacht, in der heiligen Nacht, als er plötzlich die Fremden sah im Stall. Vielleicht hat er mit verspürt. Hey ihr Schafe, kommt zurück, macht doch eure Augen zu, lagert in das Feuer, scheint, das wird jetzt das Beste sein. Es ist dunkel heute Nacht, wir sind bei euch und geben Acht. Jo, nein, das hast du gemacht. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass heute Nacht der Messias geboren wird. Es ist Jesus Christus. Und ihr werdet ihn in Wickel legen und in einer Krippe legen, dort oben im Stall. Ihr Kind, allein kommt.